Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal die Natasha Denona Roxer Palette an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einen Look zu kreieren und Swatches mal zu sehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sie bestellt bei Lookfantastic, als die halt super krass im Angebot war, beziehungsweise als mein Code ClaudiWelt diese Palette für ungefähr 55 Euro gemacht hat. Und ich glaube, viele von euch haben das auch gemacht, denn die Palette ist ausverkauft. Das ist so krass, aber ich weiß, viele von euch haben sie und dann gibt es jetzt eine kleine, aber feine Look-Inspo von mir und ja, ich verlinke sie euch in der Infobox, wenn ihr möchtet, ne? Wenn sie wieder verfügbar sein sollte, könnt ihr sie dort dann entsprechend auch nachbestellen und ich gucke mal, vielleicht finde ich die aber noch irgendwo anders. Ja, die kostet normalerweise 74,45 Euro, genau, schaut so aus. Die ist schon direkt von der Umverpackung her, so, ja, Duochrome, ne? Dieses lila-grüne und das ist genau das, was sie auch widerspiegelt. Es ist halt eine andere Palette und brauchen wir noch eine Palette von Natasha Denona? Ich weiß es nicht. So schaut sie von innen aus. Es ist halt hauptsächlich lila und das Lila spricht mich an, auch wenn ich immer wieder so ein bisschen davor zurückscheue, ne? Aber es passt eigentlich echt gut zu mir. Und ich hätte, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt diese rötlichen Sachen gebraucht, aber sie sind mit dabei und sie können auch sehr schön damit kombiniert werden, was ich so an Looks auch schon gesehen habe. Und ja, also meine Gedanken zu Natasha Denona Launches aktuell ist, dass es einfach zu viel ist. Das ist zu schnell hintereinander. Es sind so viele Paletten, die jetzt alle auf den Markt geschwemmt werden. Gefühlt jeden Monat eine neue Palette. Wer soll sich das leisten? Das ist wirklich so meine Einstellung dazu. Deswegen schaut euch an, welche Palette euch wirklich interessiert und kauft nicht einfach blind. Ne? Das ist so meine kleine Empfehlung. Und ja, genau. Und weil ich tatsächlich jetzt auch gerade meine 40.000 Abonnenten erreicht habe, Leute, ihr seid so krass, vielen, vielen Dank, habe ich ja schon im Community-Tab geschrieben, dass ich das Ganze ein bisschen aufteilen werde. Das heißt, ich werde dann jetzt in verschiedenen Videos immer Verlosungen machen, halte euch dazu auch im Community-Tab gerne mal auf dem Laufenden. Und in diesem Video gibt es zwei Adventskalender zu gewinnen. Das ist einmal der Schuhbach-YBPN Adventskalender und der Brand News Classic Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Jetzt gucken wir uns aber zuallererst mal die Swatches an. Das heißt, Ärmel hochkrempeln und los geht's. In der Palette haben wir 8 matte Töne und 7 Schimmertöne und ich finde, dass die matten Töne auch richtig schön satt aussehen. Wir haben unterschiedliche Farbabstufungen, sodass man da dann auch wirklich ja, unterschiedliche Looks mit kreieren kann, unterschiedliche Intensitäten tatsächlich der Farben hat. Ne? Die Schimmertöne sind, also die hier, sind auf jeden Fall Toppertöne und eigentlich sind es nur 3 wirkliche Schimmertöne. Das ist sehr, sehr crazy, muss ich sagen. Ich hätte in der Palette eigentlich eher erwartet, dass vielleicht ein Topperton drin ist. Ne? Das ist dann vielleicht dann eher so, dass man mehr mit den matten Tönen arbeitet und das dann quasi mit den Schimmertönen oder mit den Toppertönen, ja, toppt, wie der Name schon sagt. Trotzdem finde ich, dass die Farben hier sehr hübsch sind, auch wenn ich jetzt nicht so die ultimative Freundin hier von diesen rötlichen Geschichten bin. Aber ich glaube, dass das Lila hier auch vorrangig herrscht. Ne? Also, dass man da vor allem auch lila Looks mitmachen kann und dass das Ganze auch sehr, sehr schön aussehen könnte. Mal gucken, ob ich das auch schön hinbekomme. Da bin ich mal gespannt drauf. Also, spannend finde ich es auf jeden Fall. Ne? Wir haben auch unterschiedliche Schimmerpigmente in den Swatches mit drin. Das sind auch unterschiedliche Farbpigmente, also Glitzerpigmente mit drin sind. Vor allem bei diesem hier, Dixie heißt der, geht da schon mal die Party richtig intensiv ab. Und ich habe es auch schon gemerkt, als ich die Töne geswatcht habe, vor allem bei den matten Tönen, da bleibt schon sehr, sehr viel auf dem Finger. Ne? Und bei den Schimmertönen, ich sehe aus wie eine Fee. Ich starte hier mit dem Ton Sweet Pea. Das ist ein relativ heller, matter, lila Ton und trage mir den mit einem fluffigen Blendepinsel in meiner Lidfalte auf. Wow, da kommt direkt ordentlich was aufs Auge. Das geht schnell. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich meine, gut, Natasha Denona hat krasse Lidschattenpaletten, gar keine Frage, ne? Aber wow, ich habe jetzt keine feuchte Base, meine Base ist abgepudert. Das ist unerwartet gewesen, aber schön. Weil ich halt sehr, sehr blass bin, muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass Lila bei mir jetzt wirklich nicht aussieht, als wäre ich krank. Ich meine, ich bin krank, aber als wären quasi meine Augen
durch Krankheit irgendwie verfärbt oder so. Das heißt, ich versuche das Ganze dann auch eher soft zu gestalten und immer vorsichtig ein bisschen was aufnehmen, vorsichtig aufbauen und mich langsam rantasten. So ist das wirklich hübsch und das hat einfach funktioniert. Gleicher Pinsel. Ich würde jetzt hier auch erstmal müh dunkler gehen. Ich glaube, ich versuche mich wirklich hier an dem Orchard. Das ist ja dieser wunderschöne, tatsächlich fast bärige Ton. Orchidee, ne? Genau. Den setze ich mir hier außen einmal an. Oh, guck mal. Das funktioniert schon mal sehr, sehr hübsch. Ich blende ihn auch nur so ungefähr bis zur Hälfte in die Lidfalte, dass das Ganze einfach ein bisschen mehr miteinander verbunden ist. Und wir haben hier eine leichte Farbabstufung, aber jetzt nicht so intensiv. Und das finde ich eigentlich bei Paletten ganz schön, weil man so dann auch die Farben ganz gut miteinander kombinieren kann. Und das halt, wie schon gesagt, ne, ein bisschen vorsichtiger aufbauen kann, bevor man da zu viel Bäm auf dem Auge hat und dann sieht es aus wie ein Unfall. Jetzt nehme ich mir so einen Point Brush, das sind übrigens welche von Zu Eva, falls euch das interessiert, und möchte noch ein ganz kleines bisschen dunkler gehen, beziehungsweise ins Lila, ne, weil das ist ja eine lila Palette. Das heißt Jacaranda hier, dieser wunderschöne lila Ton. Und den trage ich mir sehr, sehr, sehr vorsichtig auf. Ich habe jetzt zweimal vorsichtig erstmal reingedippt, setze mir den dann hier außen an. Okay. Der hat schon ordentlich was zu bieten. Da muss man auch wirklich, wenn man es nicht zu intensiv haben möchte, eher vorsichtig mitarbeiten, ne? Aber er geht sehr, sehr schön einher mit den anderen Tönen und gibt da wirklich einen schönen, sanften Farbverlauf. Ich finde, Lila hat auch immer irgendwie so was Mystisches, ne? Ich weiß nicht warum. Und das passt jetzt auch ganz gut Richtung Herbst, Richtung Winter. Das sind für mich auch sehr mystische Jahreszeiten. Das sieht schon süß aus, aber es ist nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das habe ich noch nie mit einer anderen Palette geschminkt. Wir wollen ja maximal viele Farben auch verwenden. Das heißt, am unteren Wimpernkranz gebe ich mir dann auch nicht dieses Lila auf, sondern ich nehme hier mal den Eclipse-Ton. Das ist ein ganz, ganz dunkler Bäreton, eigentlich gar nicht mein Vibe. Und da hätte ich auch wirklich ein bisschen Bedenken, ob das ganze Blut unterlaufen quasi dann unter meinen Augen aussieht. Naja, ich bin jetzt vorsichtig reingedippt und gebe mir den ganz vorsichtig an meinen unteren Wimpernkranz. Aber nur außen bis zur Hälfte ungefähr. Ich glaube, wenn ich den nämlich bis zu meinem Innenwinkel durchziehe, ist es zu krass. Aber es sieht wunderschön aus. Mag ich gerne leiden. Also nicht so wie im Pfännchen. Das sieht nicht so dunkelrot aus, sage ich mal, ne? Um jetzt die Schimmertöne aufzutragen, verwende ich auf jeden Fall den NYX Glitter Glue. Das mache ich immer, egal wie teuer die Palette ist, die ich verwende, einfach weil es besser funktioniert für mich. Ich glaube, dieser Ton Bold ist jetzt wirklich ein bisschen zu blau, wenn ich das jetzt darauf mitsetzen würde. Dadurch würde ich das für mich zu dunkel machen. Da kommt dieser hier auf jeden Fall ein bisschen besser. Das ist der Ton Flutter hier oben in der Mitte, ne? Und den tupfe ich mir jetzt einfach mit dem Finger auf mein bewegliches Lid. Und das ist ja, wie wir eben festgestellt haben, eigentlich auch eher so ein Topperton, also der hat gar keine so intensive eigene Base mit dabei und der wirkt sehr, sehr nass auf dem Auge. Wenn man aber einen Glitterglue drunter hat, wird wirklich sehr viel von den ganzen Schimmerpartikeln und auch von dem Farbpigment, was mit drin ist, gegriffen, sodass der ein bisschen intensiver aussieht, ne? Genau, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Aber ich muss wirklich sagen, das, was halt quasi nicht an der Glitterbase genau festgehalten wird, rieselt relativ derbe durch die Gegend. Ne? Also da würde ich auf jeden Fall eine feuchte Base verwenden oder so, weil sonst hat man da ein kleines Problem. Ich bin jetzt sehr, sehr interessiert auch an dem Stargirl und an dem Dixie. Da weiß ich noch nicht, wie ich das am besten integrieren kann. Ich glaube, den kann ich sehr schön in den Innenwinkel setzen. Den Dixie und den Stargirl eigentlich auch. Wow, die sind alle sehr, also das sind mal alle beide, ne? Sehr, sehr schön. Wirken jetzt auf dem Finger nicht so unterschiedlich, wobei der Stargirl doch ein bisschen mehr ins Weißliche geht. Und ich glaube, ich verwende beide. Das heißt, ich werde erstmal den Dixie nehmen. Das ist ja der hier oben in der Ecke, ne? Direkt der Ton. Der ist nämlich auch ein bisschen cremiger, finde ich.
Und den setze ich mir hier einfach nochmal so ein bisschen drauf, dass man noch ein bisschen mehr Effekt auf dem Auge bekommt. Genau, das sieht sehr, 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 sehr besonders aus, finde ich. Das mag ich gerne leiden. Ja, der ist auch ein bisschen cremiger, ne? Das mag ich sehr. Das habe ich auch beim Swatch gemerkt, dass der auch irgendwie feuchter unterwegs war, was ich schön finde. Weil dann hält der einfach besser bei mir. Boah, und dieser Blauschift mit dabei, der ist super besonders schön. Das mag ich. Hat ein bisschen dann was von Indie-Brand, ne? Und dann nehme ich meinen Point Brush, den ich. Nee, ich nehme den Pinsel, den ich genommen hatte, um mir eine hier Glitterbase zu machen. Also diesen hier, so ein flacher. Und gehe hier in Stargirl rein. Der sieht erst so gräulich im Pfännchen aus. Und den setze ich mir in meinen Innenwinkel. Der hat auch rosa Sparkles mit drin. Aber halt auch wirklich ein bisschen crazy. Hätte man beide Töne gebraucht, also sowohl Stargirl als auch Dixie, weiß ich nicht. Ich glaube, ich traue mich auch mal und gebe mir dann quasi an die hier innen drin, quasi an den unteren Wimpernkranz, einen Schimmerton. Und da nehme ich mal den Ton Regal. Das ist dieser hier. Das ist auch eher ein dezenterer Ton. Aber ich glaube, der gibt einfach eine schöne Verbindung dann, ne? Ist jetzt hier auch ohne Topper, also Quatsch, ohne Glitterglue. Da hoffe ich einfach, dass er trotzdem hält. Ja, sonst sah das ein bisschen verloren aus, oder? Aber ich sehe es hier wirklich ganz intensiv. Es macht definitiv mehr Sinn, seine Base erst nachdem man den Augenlook geschminkt hat, zu machen, weil ansonsten hast du überall die Rieselparty am Start. Das ist halt einfach so. So sieht jetzt der Augenlook einmal ganz normal aus, ohne dass ich Eyeliner und Mascara drauf gemacht habe. Aber das folgt natürlich noch, weil ich möchte gerne das Ganze komplettieren. Ich finde, dass der Look sehr schön ist. Es ist harmonisch, es ist wirklich auch einfach gewesen, ne? Also das ist ein schöner Look, finde ich persönlich. Und ich finde, die Palette hat dadurch halt wirklich auch eine Daseinsberechtigung, weil ich finde die Toppertöne besonders. Ich finde auch diese Shifts, die da mit bei sind, sehr, sehr schön. Doch, das mag ich gerne leiden, ne? So, jetzt kommt Eyeliner drauf, Fixing Spray, Mascara und dann gucken wir mal, wie mein Fazit ausfällt. Das sieht doch schon mal ganz, ganz anders aus. Hier sehen wir nämlich jetzt auch mal den Look dann mit der MAC Stack Mascara und einem Eyeliner. Ja, also ich persönlich finde, dass es einfach sehr, sehr, sehr cool geworden ist. Trotzdem habe ich zu der Palette verschiedene Gedanken. Zum einen finde ich, dass Natasha Denona jetzt mal so ein bisschen ruhiger machen sollte. Denn sonst passiert ihr das Gleiche wie Anastasia Beverly Hills vor ein paar Jahren. Die haben ja auch viel zu schnell hintereinander die Launches von den Paletten gehabt, sodass die Konsumenten sich halt irgendwann gar nicht mehr so viele unterschiedliche Paletten leisten konnten oder wollten. Das heißt, meine Empfehlung wäre halt wirklich, dass die mal vielleicht von diesen Paletten 4 pro Jahr rausbringen und ansonsten sich auf das andere Sortiment so konzentrieren. Naja. Das wäre so mein Wunsch des Ganzen. Ansonsten finde ich, dass der Launch von dieser Palette jetzt perfekt ist. Wir haben Oktober, es ist halt jetzt kurz vor Halloween, diese Zeit, wo alles ein bisschen mystischer sein darf. Das passt halt wirklich klasse, ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie Richtung Weihnachten dann irgendwie eine grüne Palette rausbringen werden. Da wäre mir persönlich das auch ganz lieb, wenn die super gerne auch die Qualität von den matten Tönen beibehalten würden. Bei den Schimmertönen darf es auch gerne mal weg von den Toppern und wieder hin zu diesen cremigen Shimmer-Shades gehen. Aber, ne, hört, also da wird keiner auf mich hören oder so, aber das wäre so mein Wunsch des Ganzen. Ansonsten ist es eine richtig schöne Palette, wo man tolle Looks mit schminken kann. Es funktioniert auch sehr simpel und da ist halt wirklich die Sache wegen der Topper, das rieselt halt, ne? Und da muss man halt dann das Ganze mit dem Glitterglue zusammen verwenden, weil ansonsten hat man da nicht so viel Freude mit. Ich finde, dass es eine schöne Palette ist und dass sie jetzt, wie gesagt, auch in die Zeit passt, aber es ist keine Palette, auf die ich jetzt hart gewartet habe, weil es war doch gerade erst die Einide Warm Palette, die gelauncht wurde. Zack, kommt schon die nächste auf den Markt. Also das finde ich einfach ein bisschen schnell, meine persönliche Meinung. Schreibt mir aber auch gerne mal eure in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und ja, wie findet ihr die Palette? Was haltet ihr so von dem Look bzw. von den Möglichkeiten, die diese Palette liefert? Schreibt es auch gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne drüber austauschen. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.